5 unverzichtbare Autoprodukte für Roadtrips. Autodoc. Erstens, ein Wagenheber und ein Radmutternschlüssel. Diese brauchst du vielleicht, wenn du zum Beispiel einen platten Reifen durch einen Ersatzreifen ersetzen musst. Vergewissere dich vor der Abfahrt, dass du diese Werkzeuge in deinem Auto hast und dass sie funktionstüchtig sind. Die Werkzeuge sind leicht zu finden. Sie befinden sich in der Regel im Kofferraum unter der Bodenabdeckung in der Nähe des Reserverads. Die folgenden Arten von Wagenhebern sind die beliebtesten. Mechanische. Sie zeichnen sich durch ihre einfache Konstruktion aus. Kompakt und leicht. Die Autodoc-App. Alle Autoteile zu den niedrigsten Preisen auf Ihrem Handy. Probieren Sie es selbst aus. Weniger stabil als andere Arten. Hydraulische. Sie heben das Fahrzeug rasch an und gewährleisten Stabilität, sind aber sperrig. Geeignet für Nutzfahrzeuge oder den Einsatz in Werkstätten. Zum Ausbau des Rades werden die folgenden Werkzeuge verwendet. Ein L-förmiger Radmutternschlüssel. Das gebräuchlichste und günstigste Werkzeug. Es sind auch verlängerbare Exemplare erhältlich. Kompakt und einfach in der Handhabung. Perfekt für Reisen. Ein Kreuzschlüssel. Universell durch seine Konstruktion und den Steckschlüsselsatz mit verschiedenen Größen. Nimmt mehr Platz in Anspruch als das erste Werkzeug. Ein Drehstift und ein passender Steckschlüsseleinsatz. Geeignet zur Entfernung oxidierter oder überdrehter Befestigungselemente. Drehstifte sind universell einsetzbar. Zusammen mit einem Satz Steckschlüsseleinsätze ist der Drehstift auch bei Autoreparaturen sehr nützlich. Zweitens, ein Abschleppgurt. Auch wenn du nicht vorhast, ins Gelände zu fahren, solltest du einen Abschleppgurt in deinem Kofferraum dabei haben. Auf diese Weise kann man dir helfen, wenn dein Auto unterwegs eine Panne hat. Oder du kannst einem anderen Fahrer helfen. Dieser Zubehör besteht aus verschiedenen Materialien. Nylon. Feuchtigkeitsbeständig und halten schweren Belastungen stand. Langlebig, aber teuer. Natürliche oder synthetische Fasern. Diese Gurte sind kompakt und erschwinglich. Sie reißen bei starker Belastung und sind nicht wasserfest. Polypropylen oder Polyamid. Leicht und elastisch. Halten schweren Lastenstand und dämpfen Rucke effektiv. Unterliegen dem Verschleiß. Wichtig! Beachte bei der Verwendung immer die maximale Belastung. Drittens. Starthilfekabel, Starthilfegerät. Sie ermöglichen es, den Motor zu starten, wenn die Batterie leer ist.
Hochwertige und zuverlässige Kabel werden aus Kupfer mit thermoplastischer Isolierung hergestellt. Bei der Auswahl eines Produkts solltest du Folgendes beachten: Länge. Sie müssen lang genug sein, um eine Verbindung zu einem anderen Fahrzeug herzustellen. Motorhubraum, Kabel, Querschnitt. Die Hersteller geben oft an, für welche Motoren die Kabel ausgelegt sind. Bei der Auswahl eines Starthilfegeräts solltest du dich an folgenden Faktoren orientieren: Kapazität. Je höher sie ist, desto mehr Ladung wird im Gerät gespeichert. Anlassstrom. Je höher er ist, desto sanfter startet der Motor. Zusätzliche Merkmale: Ladegeräte für Gadgets, Beleuchtung und so weiter. Größe. Reiseprodukte sollten nicht viel Platz einnehmen oder zu schwer sein. Viertens. Reifenfüllgerät. Notfallreifendichtmittel und Pannenspray. Ersatzrad. Es sind elektrische und mechanische Reifenfüller erhältlich. Erstere sind zwar teurer, erledigen aber die Arbeit um einiges schneller. Mechanische Reifenfüller sind erschwinglich, erfordern aber mehr Zeit und Mühe, um die Reifen aufzupumpen. Es liegt bei dir, ob du hier Geld sparen willst oder nicht. Da nicht alle Fahrzeuge über ein Reserverad verfügen, kannst du statt einer Pumpe ein Dichtmittel oder Pannenspray verwenden, um im Notfall einen platten Reifen zu reparieren. Damit kannst du den Reifendruck wiederherstellen, ohne den Reifen zu demontieren. Bei Autodoc kannst du einen Reifenfüller oder ein Notfalldichtmittel und Pannenspray kaufen, ohne auf eine Preissenkung warten zu müssen. Und warum? Unsere Preise sind immer fair. Jeder Kunde spart Geld. Wichtig: Wenn dein Auto mit einem platzsparenden Ersatzreifen ausgestattet ist, überschreite nicht die auf dem Reifen angegebene Höchstgeschwindigkeit. Dies ist wesentlich für deine Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer. Fünftens. Ein Erste-Hilfe-Kasten für das Auto. Ein Feuerlöscher, ein Warndreieck und eine Warnweste. Überprüfe vor der Reise, ob sich ein Erste-Hilfe-Kasten in deinem Kofferraum befindet, sowie dessen Verfallsdatum. Lege die Warnweste im Auto so ab, dass sie immer in Reichweite ist. Vergewissere dich, dass das Warndreieck unversehrt ist. Überprüfe das Verfallsdatum des Feuerlöschers. Wir wünschen dir eine gute Reise und eine angenehme Erfahrung. Autodoc ist in der App 24/7 für dich da.